Sehr geehrter Herr Präsident, sehr verehrte Kolleginnen, sehr geehrte Kollegen, ich möchte mich, liebe Frau Kollegin Michalis, wirklich in aller Deutlichkeit gegenüber Ihrem Vorwurf verwahren, dass dieser Gesetzentwurf, den wir heute beraten, mit heißer Nadel gestrickt ist. Das stimmt einfach nicht. Dieser Gesetzentwurf ist gründlich, intensiv vorbereitet worden. Und wir werden auch dieses Gesetzgebungsverfahren in der erforderlichen Gründlichkeit und Seriosität durchführen. Nur, und das gehört zur Wahrheit eben auch mit dazu, wir stehen in einer enorm angespannten Bedrohungssituation. Deutschland ist im Fadenkreuz des islamistischen Terrorismus, genauso wie es Belgien, Großbritannien und Frankreich sind. Und wir haben hier auch nicht zu viel Zeit zu verlieren, um dies auch klar zu sagen. Wir haben es ja in den letzten Monaten erlebt, 13. November, der schreckliche Anschlag in Paris, am 12. Januar der Anschlag in Istanbul, dem 11 deutsche Staatsangehörige zum Opfer gefallen sind, am 22. März der Anschlag in Brüssel mit 140 Todesopfern. Was in Brüssel, was in Paris, was in Istanbul, was in Madrid geschehen ist, kann auch jeden Tag in München, in Frankfurt oder hier in Berlin passieren. Und wir müssen deshalb, und wir sind in der Verantwortung, unsere Sicherheitsbehörden adäquat mit den erforderlichen gesetzlichen Rahmenbedingungen ausstatten. Und ich möchte auch einem Eindruck deutlich entgegentreten, dass wir erst heute mit dem Kampf gegen den islamistischen Terrorismus beginnen. Wir haben in den letzten 18 Monaten Erhebliches verbessert und Deutliches auch vorangebracht. Wir haben gesetzgeberisch vieles verbessert. Wir haben die Möglichkeit geschaffen, dass im Bereich der Terrorismusfinanzierung wesentlich schneller auch die Strafbarkeitsgrenze überschritten ist. Auch die geplante Ausreise in den Dschihad ist wesentlich frühzeitiger schon strafbar. Wir haben die Möglichkeit geschaffen, dass ausreisewilligen Dschihadisten der Reisepass entzogen wird, der Personalausweis entzogen wird. Wir haben das Bundesverfassungsschutzgesetz novelliert. Wir haben die Mindestspeicherfristen zumindest in kleiner Form wieder eingeführt. Unsere Sicherheitsbehörden, um dies hier auch deutlich zu sagen, sind gut aufgestellt im Kampf gegen den islamistischen Terrorismus. Nur, und das gehört eben auch mit dazu gesagt, es gibt durchaus an der einen oder anderen Stelle auch noch Verbesserungsbedarf. Und wenn wir jetzt darüber debattieren, unser Bundesamt für Verfassungsschutz in die Möglichkeit zu versetzen, gemeinsame Dateien einzurichten mit befreundeten ausländischen Nachrichtendiensten, dann hat dies nicht mit einer uferlosen Ausspähung und Sammlung von Daten zu tun, sondern dann gehorcht dies auch klaren rechtsstaatlichen Gesichtspunkten und Prinzipien. Und um auch einem Vorwurf noch mal klar den Wind aus den Segeln zu nehmen, weil hier der Vorwurf auch von Ihrer Seite, Herr von Notz, unterbreitet wurde, dass auch mit Schurkenstaaten möglicherweise diese gemeinsamen Dateien geführt werden. Das stimmt einfach nicht. Schauen Sie doch bitte mal in das Gesetz. Es steht hier ausdrücklich drin, dass alle teilnehmenden Staaten grundlegenden rechtsstaatlichen Prinzipien genügen müssen. Steht ausdrücklich drin. Also eine gemeinsame Datei mit Syrien, mit Libyen, mit Ägypten gibt dieses Gesetz nicht her. Dieses Gesetz gibt gemeinsame Dateien her mit EU-Mitgliedsländern, mit NATO-Mitgliedsländern, mit benachbarten Ländern und darüber hinaus mit anderen Ländern, aber nur unter der Voraussetzung, dass sie eben auch grundlegende rechtsstaatliche Prinzipien gewährleisten und unter dem Genehmigungsvorbehalt, unter dem persönlichen Genehmigungsvorbehalt des Bundesinnenministers. Herr Kollege Mayer, darf der Kollege Tempel eine Zwischenfrage stellen? Selbstverständlich, sehr gerne. Jetzt. Herr Kollege Mayer, da Sie das gerade ausführen, ich habe ja in meiner Rede auch darauf Bezug genommen, was ist denn mit dem NATO-Partner Türkei dann? Wie stufen Sie den dann ein? Sie zählen ja NATO-Partner hier auf. Vielen Dank, Herr Tempel, weil... Sie sagen ja, unsere Argumente haben da nicht gestimmt. Ich danke Ihnen herzlich für diese Frage, weil die mir auch noch mal die Möglichkeit gibt, auch noch mal klar zu konkretisieren, welche Möglichkeiten geschaffen werden durch dieses Gesetz, aber auch verbunden damit, dass bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein müssen. Und die Frage jetzt bezüglich der Türkei ist klar so zu beantworten, dass natürlich gewährleistet sein muss, dass das teilnehmende Partnerland die grundlegenden rechtsstaatlichen Prinzipien gewährleistet. Und ob dies bei der Türkei der Fall ist oder nicht, da mache ich gerade auch im Lichte der Entwicklungen in den letzten Monaten ein klares Fragezeichen dahinter. Aber um auch noch mal eines klar zu sagen, das Bundesamt für Verfassungsschutz ist aufgrund dieser rechtlichen Befugnis nicht verpflichtet, gemeinsame Dateien mit allen NATO-Mitgliedsländern zu führen, sondern es gibt die Möglichkeit, und ich bin der festen Überzeugung, dass die Kautelen, dass die Rahmenbedingungen, dass die Voraussetzungen hier ausreichend eng gestrickt sind, um zu ermöglichen, um klar auch zu verhindern, dass personenbezogene Daten in falsche Hände geraten.
Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, ein weiterer wichtiger Aspekt ist der Einsatz von verdeckten Ermittlern. Es ist schon erwähnt worden, insbesondere Schleuserbanden arbeiten sehr konspirativ, sehr abgeschottet. Und es ist meistens nur möglich, mit verdeckten Ermittlern in diese Banden entsprechend einzudringen. Deswegen ist es zeitgemäß und auch überfällig, dass auch die Bundespolizei in die Möglichkeit versetzt wird, verdeckte Ermittler im präventiven Bereich zur Gefahrenabwehr einzusetzen. Und auch die Verschärfungen bei den Prepaid-Karten ist vollkommen sachgerecht und angemessen. Wenn die Erfahrung gezeigt hat, dass wenn Terroristen im Vorfeld mit Mobilfunktelefonen telefoniert haben, sie dies ausschließlich mit Prepaid-Karten gemacht haben, dann gebietet es doch die Seriosität, dass wir die Verpflichtung auferlegen gegenüber Telekommunikationsdienstleistern, dass sie sich ein Personalausweisdokument, ein Legitimationspapier vorlegen lassen von dem Kunden, um wirklich auch zu verifizieren, wer tatsächlich der Kunde ist. Und jetzt kommt der Vorwurf, na ja, aber das bietet doch keine hundertprozentige Sicherheit. Man kann doch auch in Österreich oder in den Niederlanden sich eine Prepaid-Karte besorgen, ohne dass die Identität festgestellt wird. Das mag sein. Aber ich sage hier auch nochmal, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, in aller Deutlichkeit, wir hier als nationaler Gesetzgeber haben die Verantwortung und die Verpflichtung, unsere Sicherheitsbehörden so auszustatten, dass sie das Menschenmögliche unternehmen können, um einen Anschlag in Deutschland zu verhindern. Und deshalb ist die Möglichkeit, dass es Umgehungstatbestände gibt, dass man auch ausweicht, für mich noch kein sachgerechtes Argument, dass wir hier nicht entsprechend nachbessern und eine klare gesetzliche Verpflichtung auferlegen, dass in Zukunft Legitimationspapiere vorzulegen sind. Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, jetzt ist auch Ihrerseits seitens der Opposition immer wieder behauptet worden, das wird mit heißer Nadel gestrickt, hier wird weit über das erforderliche Maß hinausgegangen. Ich bin der festen Überzeugung, dass dies ein außerordentlich wohlüberlegter, angemessener, sachgerechter Gesetzentwurf ist, der die Grundlage dafür sein wird, dass unsere Sicherheitsbehörden in Zukunft noch besser auch im Kampf gegen den islamistischen Terrorismus aufgestellt sind. Jetzt ist die Frage, was gibt es vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch noch an Verbesserungsbedarf? Und da möchte ich schon auch eines, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, ganz deutlich ansprechen. Wir hatten Ende Februar einen brutalen Angriff einer 15-jährigen Dschihadistin am Hauptbahnhof in Hannover auf zwei Bundespolizisten. Bei dieser Messerattacke ist ein Bundespolizist lebensgefährlich verletzt worden. Und es ist glücklichen Umständen zu verdanken, dass er überlebt hat, dass er sich jetzt auch wieder auf den Weg der Genesung und der Besserung befindet. Aber die Erfahrung und die Ermittlungen bislang haben auch gezeigt, dass dieses 15-jährige Mädchen sehr frühzeitig schon radikalisiert wurde, dass es in die falschen Hände von Salafisten geraten ist. Und deshalb halte ich es wirklich für überlegenswert, dass wir im Bundesverfassungsschutzgesetz eine ähnliche Regelung schaffen, die es auch schon in manchen Landesgesetzen gibt, nämlich dass unter strengen datenschutzrechtlichen Voraussetzungen auch 14- bis 16-Jährige erfasst werden. Das ist aus meiner Sicht eine sachgerechte, eine notwendige Ergänzung unseres Bundesverfassungsschutzgesetzes. Und mein Wunsch wäre, dass wir jetzt dann auch in den parlamentarischen Beratungen uns ganz offen, auch vorurteilsfrei mit dieser Idee auseinandersetzen. Wir müssen einfach erleben, leider Gottes, dass die Radikalisierung von Salafisten immer frühzeitiger, teilweise wirklich wie in diesem Fall schon in Kindesbeinen oder von Kindesbeinen an beginnt. Und deshalb ist diese maßvolle Ergänzung des Bundesverfassungsschutzgesetzes aus meiner Sicht auch auf jeden Fall überlegenswert. Und was aus meiner Sicht auch durchaus noch zu überlegen sein wird, ist, ob wir die Übergangsfrist bei der Neuregelung bezüglich der Prepaid-Karten nicht etwas kürzer halten. Ich sagte es hier auch ganz persönlich, 18 Monate ist aus meiner Sicht zu lang. Wir betreiben jetzt ein sehr zügiges Gesetzgebungsverfahren. Und ich glaube, dass es den Telekommunikationsdienstleistern nicht zu viel abverlangt ist, wenn man die Übergangsfrist durchaus auch auf 12 Monate reduziert. Das ermöglicht auch die entsprechenden Anpassungen. Auch diese Änderung sollten wir uns jetzt dann im Gesetzgebungsverfahren noch wohl überlegen. In diesem Sinne besteht überhaupt kein
Bedarf, jetzt diesen Gesetzentwurf zu verhetzen und zu überdimensionieren. Aus meiner Sicht ist es anknüpfend an das, was wir in den letzten Monaten ohnehin schon getan haben, eine maßvolle, aber notwendige Ergänzung der gesetzlichen Grundlage für die Arbeit unserer Sicherheitsbehörden. In diesem Sinne freue ich mich auf eine zwar zügige, aber, und das möchte ich an dieser Stelle auch nochmal in aller Deutlichkeit zusagen, auch gründliche und seriöse Beratung im parlamentarischen Verfahren. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Der Kollege Ströbele erhält nun das Wort für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen.